Spielen, bis es trocken wird. Ich habe mir immer schon gewünscht, mal auf dem Floss zu spielen. Ich habe auch schon wahnsinnig viele Konzerte gehört und habe mir immer gedacht, ach, das wäre schon geil, wenn wir mal da sind. Ich habe mir schon immer gewünscht, dass es dann nicht regnet. Ja, ich mir auch. Aber eben, vielleicht dürfen wir einfach nicht so viele Wünsche haben und eigentlich ja, zufrieden sein mit dem, was man hat, dass wir mal hier spielen dürfen. Und jetzt machen wir halt eine Regenshow. Es gibt natürlich viele verschiedene Highlights und es ist immer wieder auch kleine Sachen sind toll. Aber für mich ist jetzt etwas ganz Besonderes, ist, wenn man auch an einem Konzert, wenn man wirklich erstens wenn man selber denkt, ja, es ist richtig gut gesehen und so und dann auch das Feedback vom Publikum kriegt, dass irgendwie, dass die Leute das auch gut aufgepasst haben und so, das gibt einem das Gefühl, dass man im richtigen Weg ist. Und auch eine CD zu produzieren, das ist irgendwie so ein langer Weg, dass du fährst irgendwie ein Jahr vorher an die Songs schreiben und dann gehst du mal ins Studio und nimmst die auf und am Schluss hast du die CD in der Hand. Irgendwie, das war ein riesen Moment. Das war das zweite Mal genau gleich wie beim ersten Mal, wenn du wirklich die CD in der Hand hast. Das und natürlich eben geile Gigs, wie mit Liza Minnelli haben wir können spielen, mit dem Kenny Rogers. Ich habe mal mit James Morrison ein Duett machen, das war wirklich extrem geil. Ja, nicht. Ich bin nicht, ja. Ich kann auch nicht so gut singen. Emotionen auch weg, sozusagen, bei den Leuten. Also, man kann ja nie wissen, was gut ist oder was die Leute gut finden und so. Und schlussendlich kann man nur den Mass oder das Mass irgendwie nehmen, um etwas herauszufinden, ob etwas gut ist. Dass man einfach selber merkt, ah, das hat jetzt plötzlich haben wir da etwas geschrieben, das tatsächlich etwas bedeutet für uns. Und das passiert ab und zu. Und das sind die guten Sachen, die man nehmen muss. Und da kann man dann nur hoffen, dass das auch von anderen Leuten so. Oder? Ja, voll. Also eben, man schreibt etwas, man hat Emotionen in dem Moment und es ist schön, wenn jemand an völlig etwas anderes denkt, aber trotzdem irgendwie ähnliche Emotionen oder auch ganz andere eigentlich vorkommen. Also ich glaube, das Schlimmste ist ja, wenn einfach nichts passiert beim Gegenüber eigentlich. Also ich finde eigentlich bei vielen Sachen so und ich glaube jetzt gerade bei der Kunst ist es auch so, man möchte, dass etwas bewirkt und irgendetwas abgeht im anderen. Es ist noch schwierig zu sagen, jetzt diese Frage möchte ich jetzt unbedingt mal gestellt werden. Aber ich finde, es geht eigentlich viel zu wenig um Sachen wie was nervt dich oder was würdest du anders machen? Irgendetwas, wo du an jeder Mensch eigentlich führen kommt eigentlich in einem Interview. Ich finde, oft bleibt es einfach so an der Oberfläche. Und es gibt schon gute Journalisten, finde ich. Also, ja, es gibt die Zeitungen und die Zeitungen. Und, es gibt wirklich die oberflächlichen Blätter, die du dich in dem Moment fragst, was sie dich fragen. Wer will das eigentlich wissen? Irgendwie. Also, was ich zum Morgen esse oder so. Also ich meine, also was mein Lieblingsessen ist oder was ist meine Lieblingswehe? Also ich meine, das interessiert mich nicht mal, weil es vom Prinz seine Lieblingswehe ist. Es ist so etwas vernichtig irgendwie. Und dann denkt man sich manchmal schon, hey, kann es nicht mal ein bisschen um etwas gehen? So. Ja, das stimmt, genau. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt, glaube ich, niemand von uns jetzt eine Frage im Kopf, die noch darauf wartet, hey, wird die bald mal die Frage gestellt? Sondern es geht halt einfach immer so ein bisschen um die ähnlichen Sachen. Und natürlich, amigs, wenn sich ein Gespräch gut entwickelt, wäre es auch, ist es dann auch gut. Also, es gibt es dann auch, dass wir dann über tiefgründig oder halt ein bisschen andere Sachen reden. Hat es auch schon gehört? Leider wird das dann aber nie abgedruckt. Ja, das ist aber auch etwas. Und das ist immer so, oder? Wir reden immer alle davon, irgendwie polarisieren oder einmal etwas sagen. Oft, wenn ich dann irgendetwas sage, wo vielleicht eben vielleicht mal jemandem nicht passt oder wo man könnte eben anecken, drucken sie es eigentlich einfach nicht ab. Ich weiß dann irgendwie wieder, ich weiß auch nicht warum. Also ja, es ist wie es ist. Aber die Frage hat sich jetzt auch noch nie gestellt. Same morning, nothing changed.